Und damit, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen in Hogwarts Legacy. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel Spaß, denn wir werden jetzt endlich... Oh gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, gut. Ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss Ihnen von George erzählen und Sie vor Renrock warnen. Ich bitte Sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Ja! Wir wollen den Hut sehen. Dein Wunsch werde mir Befehl. Ah, ist auch irgendwie so ein bisschen wie nach Hause zurückkehren. Black. Geil. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fick, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Oh. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Kobaltproblem scheint... Am ersten Schultag gleich zu spät. Ich habe keine Zeit für Gerüchte. Läuft. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ja, bitte. Ich melde mich. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl. Jetzt bin ich ein bisschen nervös, Leute. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Weil sich jetzt raussteht, in welchem Haus wir zugeteilt werden. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Autsch! Dankeschön! Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Vielleicht. Ich freue mich auf den Unterricht oder ich will unbedingt erkunden. Ist das jetzt schon? Also, ich, also beides? Vor allem das Ding ist ja, die Auswahl des Hauses, die der Hut für uns trifft, ist ja relevant nicht nur für das ganze Spiel, sondern auch für mein Leben als Hexe. Also ich freue mich tatsächlich auch auf den Unterricht, aber ich will auch erkunden. Pass auf, ich glaube, ich sage, ich möchte Dinge erkunden. Ich freue mich schon darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Ui, Kühnheit, Neugier, Loyalität, Ehrgeiz. Kühnheit und Mut. Abenteuerlust? Ich würde sagen, dass ich vor nichts zurückschrecke. Oh. Bloß nicht doch, Slytherin. Du hast ein tapferes Herz, wahrhaft mutig und keine Angst vor dem Unbekannten. Du bist bereit, allein voranzugehen, wenn es sein muss. Vielleicht gehörst du nach Gryffindor. Der Hut hat gesprochen. Der sprechende Hut wird deine Entscheidung berücksichtigen, wenn er dich einem Haus zuweist. Haus Gryffindor, bekannt für Tapferkeit, Mut
und Ehre. Ich nehme die Entscheidung des Hutes an. Und ich will da draußen jetzt keine Diskussionen, welches das beste Haus ist. Wer mich auf Instagram ein bisschen verfolgt, ich habe im Vorfeld vor diesem Let's Play, ach, schon ein paar Wochen vorher, einfach mal eine Umfrage gestartet, nachdem ich auf Arbeit mit der Frage, welches das beste Haus in Harry Potter ist, eine riesige Diskussion losgetreten habe. Was soll ich sagen? Gryffindor stand an Platz 1 in sämtlichen Umfragen, ziemlich dicht gefolgt von Hufflepuff. Slytherin, ich liebe dieses Wort, war natürlich auch sehr, sehr groß. Hasst mich nicht, aber der Hut hat gesprochen. Und dem Hut darf man niemals widersprechen, Ladies und Gentlemen. Deswegen nehmen wir, mutig wie wir sind, die Entscheidung des Hutes an und sind nun dem Hause Gryffindor ansässig, aus denen in naher Zukunft Helden hervorgehen werden, wie Harry Potter. Sei es Gryffindor! So! Heißt, ich brauche jetzt meine Schuluniform. Oh, und eine Sache. Der Hut hat entschieden. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Nein! Oh! Ruhe! Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren. Toll. Und kein haben Spaß. Vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Krieg ich wenigstens haben. Noch einen Nimbus? Bitte? Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich... Jawohl! Denn, Ladies and Gentlemen, wie ich der Hut wollte, hat für uns entschieden, welche Professor Wege Weasley, wir sehen. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang... Und können wir mal bitte drüber reden, dass ihr Haar flippig einfach nervt? Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte abenteuerlich werden. Ich freue mich schon darauf. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal den Gryffindor-Gemeinschaftsraum betrat. Sie waren in Gryffindor? Ich bin eine Gryffindor. Ich konnte mir damals allerdings nie das Passwort merken. Passwort? Passwort! Das Passwort ist Grata Domum. Grata Domum. Zutritt gewährt. Die Bilder würden mich ja fertig machen, ne? Ich glaube, ich würde mir nur Spaß mit diesen Bildern erlauben. Sehr gut. Nun gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen wartet ein großer Tag auf. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Sieht aus wie so, ein Kanaleingang. Genießen Sie die erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Ab die Kanalisation mit dir. So sieht's aus, oder? Ich habe meine Schuluniform noch nicht angelegt. Oh mein Gott. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Ja, Freunde! Freunde, ein neuer Morgen beginnt und auch ich muss, glaube ich, meine Schuluniform anlegen, denn der Hut hat entschieden. Und jetzt erlebt ihr nicht nur die Magie von Harry Potter, was will ich mal mit Harry Potter? So ist es in meinem Kopf drin, von Hogwarts meine ich natürlich, sondern auch die Magie des Internets. Können wir mal bitte festhalten, wie unfassbar gut vorbereitet ich einfach schon wieder auf dieses Let's Play bin? Ladies and Gentlemen, ich bin eine Gryffindor. Ich bin einfach eine
Gryffindor, jetzt, Ladies and Gentlemen, bin ich in Schuluniform. Ist ein bisschen warm in meiner Kutte, aber ich würde sagen, jetzt legen wir mit dem Spiel los. Ah, ich freue mich drauf. Also, finde deinen Gemeinschaftsraum. Ah, es ist kuschelig warm. Bei dem Wetter ist es fantastisch, die beste Kleidung. Ich überlege nur, was machen wir im Sommer? Ich weiß nicht, ich habe zu dem Ganzen tatsächlich auch noch einen passenden Schal, den ich mir jetzt geklemmt habe. Aber, sag mal nicht. Also, Freunde, so legen wir los. Wir gucken uns jetzt hier erstmal um und es ist zauberhaft. Ich finde es fantastisch. Also, ich gucke natürlich auch ein bisschen in die Details und es ist schön. Ich liebe einfach so dieses alte, ja, dieses alte Flair und geil. Gucken uns auch hier mal, guck mal, ein wenig um. Spieluhr, geil. Boah, die Zeichnungen sind auch krass. Also die Details sind schon richtig krass, ne? Ich bin sehr, sehr froh, dass wir das auf der PS5 spielen. Na, wer würde sich die Hausaufgaben auch schreiben lassen? Auf magische Weise. So, wo komme ich denn raus? Gibt es hier irgendwo eine Tür? Diese da. Nehmen wir doch einfach diese hier. Ganz penetrant aufgeschlagen. Okay, wir gucken mal, was wir mit den Sachen machen können. Was hat sie plötzlich für eine dunkle Hautfarbe? So dunkel habe ich sie gar nicht gemacht. Siehst du das? Also so ein bisschen grafisch an manchen Stellen ist da noch ein bisschen was faul. Vor allen Dingen gerade diese eine Haarsträhne. Man hat das in den ganzen Videosequenzen gesehen, wie die immer weggeflippt ist. Ich hoffe, da wird noch ein bisschen nachgebessert. Hopp. Gleich erstmal einen Apfel grabben. Jetzt nochmal zum Gemeinschaftsraum. Na, der Karte nach, Lady. Guck doch, im unteren Bildschirm. Hast du eine Karte? Ach, geil. Ach, ich lieb's. Hasst mich bitte nicht, dass wir in diesem Haus sind. Können wir auch hier lang? Wohnt hier jemand anders? Nee. Es ist so schön verwinkelt. Natürlich laufe ich jetzt absichtlich erstmal in die andere Richtung, um mich ein bisschen umzugucken. Können wir hier drin eigentlich auch zaubern? Ja, ist aber bestimmt nicht gut. Sollten wir wahrscheinlich nicht zu oft machen. War das die Tür, die so laut zugeht? Krass. Okay. Dann laufen wir jetzt mal nach unten. Lässt er dir über mich? Hallo? Redet doch offensichtlich mit mir. Und so geht das Mobbing schon los. Weißt du, ich komme die Treppe runter und sage, er muss komisch sein, wenn man im 5. Jahr anfängt. Ach, leck mich doch am Arsch. Und schon habe ich keine Freundinnen, sondern Feinde. Das geht ja schon gut los. Und hier ist auch so eine schöne Stolperfalle, weißt du? Da würde ich mich ja gefühlt nur auf die Fresse packen, wenn da die Ecke so hochgeklappt ist. Aber gut. Neue Fünftklässlerin. Wäre fast Drachenfutter geworden, wie der arme Mann von mir. Hallo, glitsche mal dich durch mich durch? Ja, ich bin die Neue. Aber respektiere mich. Oh, was ist denn bei euch los? Und sie klatscht durch sich durch. Also so ein paar grafische Sachen sind hier noch im Argen, würde ich sagen. Das ist auch Magie. Das ist die Magie der anderen Art und Weise. Was macht sie? Sie kann Dinge machen. Du bist nicht du, wenn du Kopfschmerzen hast. Ratiofarm. Das wird das nächste Butterbier. Gleich erstmal die Nüsse schnabulieren. Ey, guck mal, siehst du? Ich bin in Style. So, der Dude und ich, wir sind so. Ich dachte mal, ich mache mal so einen individuellen Touch. Alle sind hier ohne Kopfbedeckung. Ich dachte, der Dirty Style muss damit rein. Habt ihr euch wahrscheinlich schon gewundert, warum sie so komisch da gesessen hat am Anfang? Hahaha, ja, Überraschung. Willst du es nicht mal probieren? Hab ich selbst gebraut. Hallo, du bist die neue Fünftklässlerin. Boah, wir sehen uns auch voll ähnlich aus. Bist du mein Bruder? Ich habe von deiner Anreise gehört. Unglaublich. Schön, dass es euch gut geht. Stimmt es, dass jemand vom Ministerium mit euch in der Kutsche war? Oh, ja, ein Freund von Professor Fig. Oh, ich wollte nicht neugierig sein. Grässlich, diese Drachen. Naja, schön, dass du hier bist. Danke, Gareth. Ich auch. Bist du mit Professor Weasley verwandt? Ja, sie ist meine Tante. Ist es schwierig für dich, dass sie deine Tante ist? Mehr als du denkst. Die meisten Leute denken, ich bekomme nie Ärger oder Nachsitzen, aber da irren sie sich. Tante Mathilda behandelt mich wie ein Erstklässler, behält mich ständig im Auge. Ehrlich gesagt ist es etwas erdrückend. Aber sie meint es gut und sie ist eine sehr mächtige Hexe. Sie passt auf einen auf.
Was ist in deiner Tasse? Ist auch so eine Frage, die man nie stellen würde, oder? Das Brauen scheint dir Spaß zu machen. Darf ich annehmen, dass du ein Talent für Tränke aller Art hast? So wie ich das sehe, besteht kein grundlegender Unterschied beim Brauen zwischen modifiziertem Butterbier und einem Mega-Power-Trank. Aber ich bin nicht sicher, ob Professor Sharp die Verbindung sieht. Er schätzt meine Kreativität nicht so, wie man denken sollte. Was ist in deiner Tasse? Wo hat er denn eine Tasse? Zum Frühstück? Hm? Oh nein, ich arbeite an einem Rezept, das mir im Sommer eingefallen ist. Es ist fast fertig. Einigen Versuchen zufolge braucht es noch etwas Arbeit. So, hat mich gefreut. Hat mich gefreut, Gareth. Und danke, dass du mir von deiner Tante erzählt hast. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Viel Glück heute. Viel Glück heute, okay. Stell dich Cressida und stell dich Nelly vor. Wir gucken natürlich auch immer mal wieder so ein bisschen uns um, aber es ist schon geil gemacht, ne? Also von den Details her, es fühlt es sich wirklich an, als wäre ich so ein bisschen, als würde man den Film einfach mal durchleben. Was ist das für ein Hobbitloch? Ist das der Ausgang? Ach, erzähl doch nicht. Aber da ist ein Bild davor. Vielleicht können wir später da rein. Es sieht ja so aus, als wäre noch ein Raum dahinter. Aber warum ist das so Hobbit-artig gemacht? Ist mir im Film nie aufgefallen. Hat man da jemals die Tür gesehen? Oh, das weiß ich gar nicht. Der sieht auch aus, als wäre er im Delirium. Was macht er? Ist irgendwas genommen? Ach, die Bilder. Ich liebe einfach, also das mit den Bildern, das hat die J.K. Rowling. Pardon. Ich wollte das Haus nicht zerlegen. Sorry, Freunde, ist der erste Tag. Seid nett zu mir. Aber das mit den Bildern finde ich einfach so unfassbar geil. Und ich finde es richtig geil, dass sie das hier im Spiel mit umgesetzt haben. Ich bin auch sehr gespannt, ob das mit den Treppen auftaucht. Eigentlich müsste es ja, denn es ist in Hogwarts ja eigentlich vertreten. Es dreht sich. Skandal, oder? Wie er zurückschreckt. Für wen hält Nelly sich eigentlich? Nelly Oxpire. Ich will nicht am ersten Tag Ärger bekommen. Ah, okay. Gut, ja. Warum sind alle immer so nervös? Es ist total sicher. Oh, hallo. Achte gar nicht auf mich. Ich wechsle gern ab und zu den Blickwinkel. Rücke die Dinge ins rechte Licht. Einmal habe ich es auf den Gryffindor-Turm geschafft. Von außen. Ohne Besen. Wirklich? Ich bin übrigens Nelly. Nelly Oxpire. Ich habe Gerüchte darüber gehört, was dir auf dem Weg nach Hogwarts passiert ist. Stimmt das? Mit dem Drachen? Ja. Ja, ein Drache griff unsere Kutsche an. Meine Güte! Unglaublich! Wie aufregend und beängstigend. Jedenfalls hast du definitiv für Aufregung gesorgt, was Gryffindor dringend nötig hatte. Und Hogwarts auch. Die meisten Schüler haben wohl nie einen Drachen gesehen. Und du? Meine Güte, nein! Ich habe auch noch nie von so einem Kutschenangriff gehört. An Kutschen ist doch gar nicht genug Fleisch dran. Patsching! Was sind das denn für Gerüchte, die es über meine Reise nach Hogwarts gibt? Dass du einem Drachenangriff entkommen bist? Reicht das nicht? Die meisten kommen mit Bahn oder Boot. Nicht direkt aus einem Drachenmaul geflüchtet. Natürlich reden die Leute. In Hogwarts spricht sich sowas schnell rum. Tratschen also. Super. Ich nehme an, du hast keine Höhenangst. Ich war schon immer so, seit ich klein war. Mit 5 hat meine Mutter mich mal auf dem Dach gefunden. Sie weiß bis heute nicht, wie ich raufkam. Aber bei all den seltsamen Gängen und Zimmern im Schloss und allem, was auf dem Schulgelände und drumherum so lauert, muss man keinen Turm erklimmen, um unglaubliche Dinge zu sehen. Aber ich find's krass, habt ihr die Spiegelung in den Augen gesehen? Finde ich richtig gut gemacht. Wieder. Im Gemeinschaftsraum. Oder wenn du mal wieder einen Turm erklimmst. Man weiß nie. Mach's gut.
Ja, nee, ist klar. Also so ein bisschen Grafikglitches sind auf jeden Fall da. Sie hat aber ganz gut zu kämpfen, da hochzukommen, oder? Wobei sie schwebt auch ein bisschen, ne? Also so richtig aufsitzen, nicht siehst du und wie das Bein da verschwindet. Also das sind, glaube ich, tatsächlich ein paar Sachen, die sollten noch nachgebessert werden. Aber dazu muss man sagen, Release ist tatsächlich ja eigentlich erst morgen. Insofern, wenn ich es gesehen habe, war der Release logischerweise schon. Aber ja, gut, jetzt kommt noch Cressida. Ich muss diesmal falsch gemacht? Einfach aus Prinzip überall dran drehen. Eigentlich wollte ich noch zur Truhe gucken. Okay. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Es ist kein komplizierter Zauberspruch. Ich sollte ihn nonverbal wirken können. Warum funktioniert er nicht? Go! Oh, die Stimme kenne ich, hallo, aber die Synchronstimme. Willkommen in Gryffindor. Ich bin Cressida. Ist mir ein Vergnügen, Cressida. Deine Ankunft gestern Abend bei der Einführungsfeier war theaterreif. Du hast es gerade noch so geschafft. Stimmt es, dass du Professor Figgs Schützling bist? So würde ich das nicht nennen. Ich habe aber kurz bei ihm studiert, bevor wir herkamen. Mist! Ich hatte gehofft, er hätte dir ein paar Tipps zum wortlosen Zaubern gegeben. Ist es das, was du da gerade versucht hast? Ja, ich habe ein paar Probleme. Den Zauberspruch habe ich mit der Beschwörung gemeistert. Doch das hier ist etwas schwieriger. Du musst an deinen Zaubern arbeiten. Auch nicht sehr, sehr gut, wenn man so altklug daherkommst. Ich glaube, wir machen dir mal ein bisschen Wut. Keine Sorge, du kriegst das schon hin. Oh, das hoffe ich. Wenn ich es schaffe, wird Professor Ronan sicher sehr beeindruckt sein. Ich versuche es einfach weiter. Ist es wirklich so schwer, wortlos zu zaubern? Oh ja. Und wenn man es nicht richtig macht, kann das Ergebnis nun ja unangenehm sein. Ich habe mal versucht, Depulso wortlos auf einen Becher in der großen Halle zu wirken und schleuderte Professor Sharp damit seinen Yorkshire-Pudding ins Gesicht. Er war nicht begeistert. Not amused. Okay. Können denn viele Schüler wortlos zaubern? Aber nein. In Hogwarts wird wortloses Zaubern erst in der 6. Klasse gelehrt. Und selbst dann tun sich viele schwer damit. Ich versuche nur einen Schritt voraus zu sein. Aha, gut. Na dann, viel Glück. Tja, viel Glück damit. Hat mich gefreut, Cressida. Mich auch. Viel Spaß am ersten Tag. Ja, irgendwoher kannte ich die Stimme. Ich habe keine Ahnung, wer das gesagt hat, aber wir müssen uns mit Professor Weasley treffen, nachdem wir uns hier noch ein bisschen umgeguckt haben. Aber manche Bilder sind auch starr. Wonach geht das? Welche sich bewegen und welche nicht? Weiß das jemand, was da für eine Magie dahinter steckt? Hier oben habe ich zumindest Bewegung gesehen bei ihm. Finde ich so geil gemacht. Finde ich so cool gemacht. Also von den Details richtig geil. Oh, ich will den Lolli haben. So, wir gucken natürlich erstmal, was hier. Haustruhe. Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Vielleicht irgendeine Inventarbox oder so. Ah, jetzt dürfen wir dahinter. Können wir uns noch einen Apfel nehmen? Ich habe Hunger. Ich bin nervös. Deswegen steige ich auf den Tisch und esse erstmal einen Apfel. Man kennt's. Die komische Neue. Sie kommt zu spät. Sie kommt und fängt in der 5. Klasse an. Und sie muss durch Guten dieses Hobbitloch durch. Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Okay. Bitte sehr. Ui, das ist ja hübsch. Ja, Chaos. Lernen Sie das auswendig, bis morgen. Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von 5. Klässlern erwartet wird, zu meistern.
Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Unter der Achsel verschwunden. Ach, geil. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Okay, okay. Also wahrscheinlich jetzt so ein bisschen Tutorial-mäßig. Oh, Alter, diese Bilder, ne? Die Bilder, was ist denn das? Oh, es ist putzig. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben. Ah, ich komme. Und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Oh, die Bilder, es ist so cool, dass sie das mit eingebaut haben. Ich lieb's. Wir sind in Hogwarts einfach. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Tja. Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Kommen Sie. Ich komm doch. Guck mal, wie sie läuft. Tipp, 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 tipp. Mega. Das Handbuch hat offenbar einige Informationen über das Gemälde des armen Berufio. Das er? Wirken Sie Revelio, dann sehen wir, was das Handbuch sagt. Oh, was war denn Revelio? Geil. Gestern angefangen zu spielen, ich weiß schon nicht mehr, was Vase ist. Aha, aha, aha. So, Baruffio Portrait, Handbuchseiten. Auf diesem Portrait, genau so, lese Skills. Wer erzählt, wer wollte gerade sagen, spiele ich wirklich ein Spiel über Schule? Aber ja, ich habe ein Spiel über Schule sehr nötig, wie ich merke. Auf diesem Porträt ist der Zauberer Baruffio abgebildet, der durch sein Gehirnelixier, deswegen klappt es bei mir auch gerade mit Lesen nicht, weil ich manipuliert bin. Ha! Auf diesem Porträt ist der Zauberer Baruffio abgebildet, der durch sein Gehirnelixier berühmt wurde und als Beispiel dafür dient, was passiert, wenn Beschwörungen falsch ausgesprochen werden. Einmal hat er statt einem F ein S ausgesprochen und fand sich auf dem Boden wieder mit einem Büffel auf dem Brustkorb. Aha, gut, also klar und deutlich sprechen. Du hast eine Handbuchherausforderung freigeschaltet. Dein Fortschritt beim Absolvieren von Herausforderungen wird hier angezeigt. Okay, Handbuchherausforderungen sind die einzige Möglichkeit, um Erfahrungspunkte oder EP zu sammeln. Aber wie öffne ich das Handbuch? Wie öffne ich das Handbuch? Hat mir jemand gesagt, mit welcher Taste ich das Handbuch öffne? Ah, so. So, das ist deine Zauberstufe. Du Noob, Level 1. Lese Skills einfach nicht vorhanden. Entschuldigung. Es ist einfach schon spät am Abend. Ich war um 4 Uhr, hat der Wecker geklingelt. Wir haben es jetzt 21.17 Uhr. Overload in meinem Kopf. Also, die durch Herausforderungen verdienten EP erhöhen deine Stufe und deine Macht. Dein Handbuch verfolgt deinen aktuellen Herausforderungsfortschritt. Wähle das Herausforderungsmenü aus, um fortzufahren. Jawohl, ja. Oh Gott, ey, das sieht von der Aufmachung aus wie so ein ganz billig gemachtes Handygame. Also so mit den Karten jetzt so. Hey, ihr wisst, was ich meine, ne? Durch das Sammeln deiner ersten Handbuchseite wurde eine neue Herausforderungskategorie freigeschaltet. Neue Herausforderungen, die du im Laufe des Abenteuers freischaltest, erscheinen hier. Wähle Handbuchseiten aus, um fortzufahren. Jede Herausforderung umfasst verschiedene Ränge. Nach jedem abgeschlossenen Rang erhältst du spezielle Belohnungen, die von Erscheinungsbildern bis hin zu entscheidenden Verbesserungen reichen. Okay. Belohnungen müssen im Herausforderungsmenü eingefordert werden. Schau öfters vorbei, um freigeschaltete Belohnungen einzusammeln. Ja, gut. Und sie läuft weiter. Okay, alles klar. Folgen wir. Raffiniert, nicht? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Du bist da durch sie durchgelaufen, ne? Und auch außerhalb. Oh, was ist das, eine Katze? Oh, das ist eine Katze! Gibt's? Ah ja, natürlich. Ich wollte gerade sagen, gibt's Haustiere? Natürlich. Hat ja nicht jeder eine Bloß Eule am Start. Trödeln. Sie haben noch Unterricht. Oh. Geil. Aber ich glaube, was würdet ihr wählen? Ich glaube, Frosch gab's ja auch. Frosch? Katze oder Eule? Ich würde definitiv eine Eule wählen. Ich hoffe auch, dass ich eine habe. Ich habe jetzt keine gesehen. Wo laufen wir denn hin, gute Frau? Ach, das kommt gerade recht. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Flohflammen? Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle.
Du hast einen Flohflamm-Schnellreisepunkt entdeckt. Du kannst die Karte jederzeit öffnen, um im Nu zu allen entdeckten Flohflammen zu reisen. Okay, öffnen wir die Karte. Wo öffne ich denn die Karte zum Henker? Was soll denn das für eine Tasse sein? Kann mir jemand erklären, was das für eine Taste ist? Karte öffnen. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Taste ist. Es klappt nicht. Ich kann keine Taste drücken. Ich kann keine Taste drücken. Gamebug? Ich kann wirklich keine einzige... Das da oben? In your face, was? Oh, Alter. Damit das gemeint ist, wer kommt denn darauf bitte? Oh, Mann, oh Mann. Also, ja, gut. Ich merk's mir für die Zukunft. Hogwarts ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Auf der linken Seite der Karte leben die Schüler und Professoren. Dort befinden sich auch die Gemeinschaftsräume der Häuser und die große Halle. Okay, Flohflammenorte, der Astronomieflügel, Flügel des Glockenturms, die große Treppe, die große Halle, der Bibliotheksanbau, der Südflügel. So, wähle die Region Südflügel. Das da? Okay. In dieser Ansicht kannst du die Flohflammen sehen, die in der Region verfügbar sind. Grüne Flohflammen zeigen von dir entdeckte Flohflammen an, einschließlich des Gemeinschaftsraums in deinem Haus. Graue Flohflammen markiert der Standort unentdeckter Flammen. Okay, auf der rechten Seite der Karte findest du interessante akademische Einrichtungen wie den Astronomieturm, die Bibliothek und die Gewächshäuser. So, Bibliotheksanbau. Das da. So, wähle Bibliotheksanbau, um fortzufahren. Turm der großen Treppe. Aber ist doch hier jetzt. Nee, willkommen in Hogwarts. Trophäenraum. Hä? Bin ich blöd? Große Treppe, untere Treppe. Wo ist denn der Anbauer? Bin ich blöd im Kopf? Ich sehe es hier tatsächlich auch gerade nicht. Ach so, weil ich im falschen Menü... Ach, ich bin einfach zu dumm für alles manchmal, ne? Entschuldigung. Professor Weasley hat für dich die Flohflamme in der Haupt... Entschuldigung. Nutze R, um die Karte zu drehen. Ja, gut, das habe ich jetzt verstanden. Warum muss ich denn jetzt husten? Das gibt's doch nicht. Und da wären wir. Eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Gut, folgen wir ihm mal. Von der Haupthalle aus gelangen sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Ach, zauberhaft. Hier ist immer etwas los. Ja. Das Herz des Bienenstocks. Unser Voll. King's Cross sozusagen. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Juhu. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren ja, haben. Ja, unbedingt. Ich brauche Dinge. Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften mit der Winkelgasse. Und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden sie dort auch viel Butterbier mit ihren Freunden genießen. Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche.
alles hier. Flüche, nützlich. Das finde ich gut. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Okay, danke schön. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Ich bin für alles bereit. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. Sonderaufgaben. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat der Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht, ein paar Ruinen erkundet und mehr sollte ich nicht sagen. Ja eben, quatsch nicht zu viel. Ruinen erkundet? Tja, Professor Figg hat vermutlich seine Gründe, die Details für sich zu behalten. Wenn man vom Teufel spricht. Professor Figg, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja, Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Tja. Ich würde nicht sagen, dass Auftritt ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Mach ich. Ebenso Dank. Für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Überwachung. Kommen Sie doch heute Toll. Nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Ja, shoppen, shoppen, shoppen. So, Ladies and Gentlemen, und wie die ganze Geschichte weitergeht, das werden wir rausfinden. In der nächsten Folge klickt euch unbedingt rein, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei.